Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es endlich mal wieder ein größeres Update, beziehungsweise es gibt heute mal überhaupt ein Update. Das letzte Update war ja das große Winter-Update. Das war allerdings vor, keine Ahnung, 4 Wochen oder so. Und jetzt kam dann endlich mal ein Update, auch wenn das jetzt alles andere als groß ist. Aber immerhin haben wir ein paar neue Sachen bekommen. Beispielsweise haben wir eine neue Waffe drin, und zwar das schwere Sturmgewehr. Die ist zurzeit allerdings nicht in Wettkampfformaten zu erhalten, das heißt nicht in Arena-Modus und eben halt logischerweise nicht in den ganzen Cups. Aber die neue AK ist ja im Prinzip der AK-Waffentyp, den es früher ja auch schon gab. Den erhält man nicht so irgendwie durch Looten, sondern man muss dafür Waffen aufrüsten. Ein Problem, das dazu zurzeit noch gibt, beziehungsweise wovon ich noch keine Lösung gefunden habe, ist, dass man das eben halt in diesen Waffenaufrüstgeräten machen muss. Und wenn man eben halt genug Ressourcen hat, um die Waffe auch vom Häufigkeitsgrad abzugraden, dann gradet er eben halt immer natürlich den Häufigkeitsgrad ab und nicht die Waffe selbst. Das heißt, man muss dann immer von irgendetwas auf unter 50 droppen, irgendwelche Mats, damit man das eben halt upgraden kann. Ich weiß nicht, ob es davon irgendwo noch eine versteckte Einstellung gibt, wie man das ändern kann. Wenn ihr dazu Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. In der Zeit würde ich die graue aufrüsten wollen, würde ich die nur auf grün aufrüsten. Bei der geht's natürlich, weil ich nicht genug Mats habe, um die Waffe aufzurüsten. Und dann kann man das zu einer AK ganz einfach umrüsten. Die AK schießt etwas langsamer, hat etwas weniger Schuss im Magazin, macht dafür 35 Schaden in der grünen Variante. Ich glaube 36 Schaden in der oder 37 Schaden in der grünen und... Ne, genau. 35 Schaden in der grünen, dann 33 Schaden in der grauen und 37 Schaden in der blauen. Easy geklappt. Ich bin ja, by the way, gerade auch Duo-Modus. Und zwar blitzschnell. Der ist jetzt auch drin. Ja, endlich mal wieder ein bisschen Abwechslung in den Modus. Auf jeden Fall würde ich sagen, ist die Waffe schon stärker als eine normale. Er macht ihm halt etwas mehr Damage. Außer bei der grauen Waffe, da lohnt es sich nicht, weil man dann auch nur 33 Damage macht. Und man ja im Prinzip versuchen will, einen mit 3 Schüssen auf 100 HP zu killen. Trotzdem eben halt auch eine ziemlich starke Waffe, die es sich auf jeden Fall lohnt zu holen. Vor allen Dingen eben halt für 20 Mets von jedem Mets-Typ. Vollkommen in Ordnung, wie ich finde. Außerdem wurden auch noch die ganzen Preise fürs Aufrüsten heruntergesetzt. Das heißt, ihr müsst nicht mehr so unheimlich viel bezahlen, wenn ihr irgendetwas upgraden wollt. Da jetzt nur noch jede Stufe mehr 50 Mets mehr kostet. Das heißt, auf grün upgraden 50 von jedem Typ, dann 100, dann 150 und dann für ein legendäres Item 200 Mets. Außerdem, wie ihr es vielleicht schon sehen könnt, bei der Mets-Anzeige ist jetzt auch so ein kleines neues Symbol, wenn man von irgendetwas full ist. Und die Zahlen haben sich auch ganz leicht geändert. Aber tatsächlich waren das alle Änderungen. Die Karte hat sich nicht verändert. War ja schon die ganze Woche jetzt so, dass so langsam der Schnee geschmolzen ist. Es sind tatsächlich keine neuen Event-Files reingekommen, keine neuen geleakten Items. Das heißt, wenn jetzt nicht nächste Woche oder übernächste Woche ein großes Update kommt, dann wird auch bis dahin erstmal nichts passieren. Und das finde ich schon eigentlich ein bisschen schade, weil die Season schon wirklich lange geht und demnächst dann auch mal irgendein Live-Event folgen müsste. Aber was soll man machen? Ansonsten nur ein paar Skins, die geleakt wurden. Mehr aber auch wirklich nicht. Relativ uninteressant alles. Außer, dass jetzt auch noch die
der zwei weitere Skin-Missionen gibt, und zwar für den Glibber-Skin und für den 8-Ball-Skin. Für die beiden kann man jetzt weitere Stile freischalten. Auch wieder mit Mission. Der hat mich einfach mal komplett getroffen und ich wurde nicht... also, er hat mir einen Schuss abgegeben. Aber der wurde anscheinend vom Spiel nicht bemerkt. Und der war dann drin. Genau. Ja gut. Das sieht nicht mal ganz gut aus. Also ich finde, die Waffe ist schon wirklich ziemlich stark. Die ist ihm halt vor allen Dingen am Anfang extrem präziser. Das Fadenkreuz geht nicht ganz so weit auf wie bei der Normal. Oder ich möchte nicht mit dir eine Zone fighten. Und den kriegen wir doch. Oh, die nächste Zone move natürlich instant weiter, ne? Jawohl. Ah, gegen den habe ich keine Chance. Schade. Aber trotzdem ganz in Ordnung, die Runde. Das waren auf jeden Fall alle News, die es gab. Waren eben halt wirklich absolut nicht viele. Ja. Mehr kann man auch nicht sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zu den Challenges wird wahrscheinlich morgen Video folgen. Das war es jetzt, wie gesagt, erstmal mit dieser Folge. Und bis zum nächsten Video. Ciao.